In unserer Stiftskirche Villaring haben wir den offenen Himmel. Der Blick ist frei auf das himmlische Fest. Unsere Zeit tut sich etwas schwerer, so unbefangen den Himmel darzustellen. Aber im Tiefsten hat jeder von uns die Sehnsucht, wenigstens ein kleines Stück weit Himmel immer wieder zu erfahren. Am Sonntag nach Dreikönig feiert die Kirche das Fest der Taufe Jesu. Es ist ein großer Sprung vom Kind in der Krippe hin zum erwachsenen Jesus, der sich von Johannes im Jordan taufen lässt. Jesus steigt in das Wasser hinab und er steigt damit in unser menschliches Leben hinab, auch mit all dem Bedrohlichen, all das Zerstörerische, das Menschen einander antun können, hat er am eigenen Leib erlebt. Er hat keine Angst vor dem Schmutz der Welt. Er liebt uns trotz unserer Sünde und Gottferne. Als Jesus aus dem Wasser steigt, heißt es, da öffnet sich der Himmel und eine Stimme spricht, du bist mein geliebter Sohn. Jesus ist mit allen Fasern und in allen Stadien seines Lebens der von Gott ganz Geliebte und Auserwählte. An die Taufe erinnert zu werden, heißt daran erinnert zu werden, dass wir aus einer großen Liebe geboren worden sind, ob wir es nun wissen oder nicht. Immer wenn Menschen einander Liebe schenken, wenn Liebe erfahrbar wird, dann öffnet sich der Himmel. Immer wenn wir im Gebet eine Verbindung zu Gott suchen, dann hat sich der Himmel für uns schon vorher geöffnet. Ich wünsche uns in diesem neuen, begonnenen Jahr, dass nicht leicht werden wird, dass wir auf diesen offenen Himmel nicht vergessen.